Willkommen zurück auf Inka Gaming TV mit Get the Trophy bei Killing Floor 2 und einer Bronze-Trophäe Katakomben-Kommerz. Ja, wir sind fleißig beim Sammeln dabei und brauchen hier in den Katakomben 10 goldene Ketten. In den Leveln gibt es natürlich mehr als nur genau 10 Sammelgegenstände zu looten. Es können auch mehr Gegenstände sein, die gut versteckt sind. Vielleicht findet ihr ja genau die anderen. Das kann durchaus sein. Aber ich vermittle euch hier ein bisschen ein Gefühl, wo die denn überall stecken können und wo ihr Ausschau halten könnt. Ihr könnt die Sammelgegenstände im Team sammeln. Dann bekommt jeder die Trophäe, auch wenn mehrere sich beteiligen an der Suche. Oder ich habe es im Solo-Offline-Modus gemacht, habe 4 Wellen auf Normal eingestellt und habe gleich bei der ersten Welle immer einen dicken übrig gelassen, weil der relativ langsam läuft und quasi die Phase am Laufen hält, sodass ihr nicht in die zweite Welle gerissen werdet oder hektisch zum Waffenhändler müsst. Ihr habt dann genug Zeit, ihr müsst ihn natürlich ein bisschen kiten nebenher und der nervt auch ziemlich mit seiner Kotzerei. Aber ihr könnt euch ja immer wieder heilen zwischendurch. Ich sage jetzt noch dazu, dass ich auf Level 23 bis 25 diese Sammelquests angegangen bin. Ein höheres Level bietet sich hier einfach an, um länger durchzuhalten. Ich bin blind. Viel Spaß beim Sammeln und vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken, wenn ihr uns wieder hören und sehen wollt. Schaut auf unseren Kanal, schaut euch die Videos an, lasst doch mal einen Kommentar oder auch ein Like für uns da. Wir freuen uns. Viel Erfolg!